eine Existenz hatte. Und es werden einfach nur die Bewegungen des Geistes wahrgenommen. Und anscheinend braucht es eine gewisse Bereitschaft, diesen Gedankenstrukturen nicht mehr zu folgen. Und sich immer wieder drin zu finden, dass vollkommen still ist. Und diese Bereitschaft kann aber von niemandem getan werden. Du kannst nicht sagen, okay, ich habe die Bereitschaft jetzt, ich möchte es jetzt machen. Das ist wie wenn Bewusstsein anfängt, einfach in dir mehr aufzugehen, in dir mehr zu strahlen. Das ist wie wenn einfach das Licht angeht. Das kann aber nicht verwechselt werden mit einer Idee von einem Ich. Weil das Ich kann niemals etwas dafür tun. Das Ich kann auch diese Bereitschaft nicht herstellen. Weil das Ich nur ein Gedanke ist. Weiter nichts. Und den Bewegungen zu folgen und die zu beobachten, einfach nur als dieser stille Zeuge. Dann ruht das Bewusstsein in sich selbst. Satsang kann unterstützend sein. Aber nicht mal das könnte ich dir mit Sicherheit sagen. Naja, ist klar. Das Leben hat mir einmal ganz intensiv auch gezeigt. Ich hatte mal eine Zeit lang noch so eine Idee, dass du da wie so eine kleine Wahl hast. Ja? So in diesem Sehen, du bist jetzt in der Geschichte und du möchtest dich auch für die Stille wieder entscheiden, ja? Weil du weißt, da ist alles immer in Ordnung. No chance. Es war einfach nicht machbar. Es war alles vollkommen klar, es war gesehen. Vollkommen offensichtlich hier. Aber es konnte nicht gemacht werden. Und in diesem Sehen, dass nichts gemacht werden kann, fiel das alles in sich zusammen. Für mich scheint es so zu sein, dass wenn dich einmal diese Süße der Stille geküsst hat, dass dann irgendetwas in dir da einfach immer wieder wie hin will, wieder hintendiert. Weil als die letztendliche Wahrheit erkannt ist, was nicht bedeutet, dass dann nicht ein normales Leben weitergeht. Ganz im Gegenteil. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass dann auch diese so subtile Strukturen, Gedankenstrukturen, dass die einfach wieder dann auch gesehen werden. Und ich glaube nicht, dass man da immer komplett frei ist davon, in dem Erleben. Ja, ich kenne und verstehe vollkommen, was du sagst. So, ich sehe ganz deutlich, dass keine Vorstellung das erzeugen kann. Das ist Erfahrung, das ist kein Segen, das ist Erfahrung von mir. Keine
keine Frage. Und doch ist immer noch natürlich auch die Vorstellung da. Es sieht so aus, als ob man etwas tun könnte. Vielleicht ruft es auch und es sieht nur verkleidet durch den Verstand so aus, als ob man etwas tut. Wer weiß. Ja, so, das ist schwierig. Oder vielleicht ist einfach auch die Verstandesstruktur immer noch so stark. Wobei ich sage, aus meiner Erfahrung heraus auch, sie muss nicht schwach sein, das ist ja Quatsch. Es ist doch gut, einen starken Verstand zu haben, es ist doch gut, ein vernünftiges Werkzeug zu haben. Also diese Vorstellung, dass ich meinen Verstand zerstören müsste, um da irgendwo hinzukommen, die habe ich schon lange aufgegeben. Das ist für mich zumindest überhaupt nicht sinnvoll gewesen. Das hat mich eher in Schwierigkeiten gebracht, als dass mir was gebracht hätte. Ganz klar, der darf sein. Und es ist absolut hilfreich, ein Geschmäckle davon zu haben, von dieser Süße, von diesem offenen, weiten Herzen, weil man dann weiß, wo guckt man denn hin, wie fühlt sich's denn an. Und dann kann ich auch unterscheiden. Also dann sage ich schon wieder ich. Ja, dann kommen wieder Frauen, wer unterscheidet dann? Ja, klar. Aber so fühlt es sich an. Ich kann es nicht anders ausdrücken. So fühlt es sich an. Ich weiß es einfach, was ist was. Und letztendlich ist natürlich diese, wenn ich unterscheide, bin ich in der dualen Sichtweise, ist natürlich das immer alles in einem drin. Es passiert ja nie, wie soll das außerhalb von mir geschehen? Das kann ja gar nicht sein. Das ist auch etwas, was klar gesehen wird. Alle Gedanken, alle Handlungen finden nur in mir statt. Ja, klar. Und trotzdem gibt es scheinbar die Möglichkeit, es zu unterscheiden, zu sehen. Das ist Denken, das ist Wollen, das ist Persona, also ich. Und das ist einfach, ja, ich bin eben da. So wie es sein eben ist, völlig unbenannt, völlig unausgerichtet, einfach da. So. Und jetzt komme ich der Sache auf die Schliche. Der Verstand will es natürlich verstehen. Ja. Ne? Er will es ja wieder verstehen. Oh, ja, wenn ich denn schon mal ein kleines Werkzeug sein darf, aber dann lass mich doch ein gutes Werkzeug sein und lass es mich verstehen. Okay, ja klar. Ja, warum reden wir überhaupt darüber? Der Verstand ist ein super gutes Werkzeug, wenn du schaust, was weiß ich, wie du eine Homepage zusammensetzt oder wie du ein super Handy jetzt raussuchst und da irgendwelche Testberichte vergleichst, ja, du merkst, mit was ich mich gerade beschäftige. Ja. Oder wenn du einen Fahrplan raussuchst, dafür ist der Verstand wunderbar. Ja. Aber um das zu ergründen, was du bist, ist er absolut unbrauchbar. Ja, muss er aufgegeben werden oder löst sich auf oder kannst du ihn einfach lassen. Klar. Und dass wir hier unterscheiden können, ja, das haben wir einfach in diesem Menschsein, haben wir die Möglichkeit der Unterscheidung mit da. Mhm. Wir sehen hier auch, okay, schaut aus wie männlich, schaut aus wie weiblich. Ja, jetzt ist es hell, jetzt ist es dunkel. Mhm. Das heißt, wir kennen die Unterscheidungen, wir haben diese Gegensätzlichkeiten hier, um überhaupt erst Dinge sehen zu können, weil wenn du nicht weißt, was weiblich ist, dann kannst du männlich nicht sehen oder umgekehrt. Ja, die ganz einfachen Dinge, wenn du nicht weißt, was warm ist, dann kannst du nicht wissen, was kalt ist. Das bedingt sich alles gegenseitig. Und das müssen wir auch gar nicht in irgendeiner Weise negieren. Das ist was ganz Natürliches hier. Aber das Sein selbst, die Grundlage für alles, hat auch mit irgendwelchen Zuständen auch überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Ja. Und du kannst immer wieder entdecken, wenn da Innehalten passiert, dann löst sich alles auf. Dann verliert sich die Wichtigkeit am Rauskriegen wollen. Am Verstehen wollen. Das ist quasi die Unterscheidung zwischen Sein und Verstand oder Inhalt immer noch eine ganz subtile Form des Verstandes. Für mich scheint es so zu sein, dass
Dinge erstmal entdeckt wird. Das absolute Nichts. Die Welt und mit allem, was da erscheint, wird als Maya erkannt. Wird gesehen, dass es in sich keine eigene Realität hat. Und dann kommt plötzlich das, wenn du da nicht hängen bleibst, ja? Auch das hat man nicht in der Hand. Es kann passieren, dass man in dem einfach wie hängen bleibt. Ja, dann ist die Leere das Nonplusultra und die Welt mit ihren Erscheinungen wird einfach abgetan. Ist ja Maya, ist ja völlig unwichtig. Und dann fehlt mir die Liebe da drin. Und dann fängst du an, alles wieder mit reinzunehmen. Und dann fängt für mich ein ganz natürliches Leben an. Mit den Dingen, die einfach kommen und du bist in einer ewigen, offenen Umarmung für alles, was kommt. Und da ist dann nicht mehr die Unterscheidung zwischen Sein oder Nichtsein oder sonstiges. Aber es wird trotzdem ganz klar gesehen, wenn irgendwas aus dem Verstand rauskommt. Und das fällt meistens in sich zusammen, wenn die Nichtigkeit darin erkannt wird. Von absolut niemand. Das ist, wenn diese Wertung dann einfach auch aufhört. Weil manchmal entwickelt sich so eine Art Über-Ich. Dieses spirituelle Über-Ich. Das dann einfach meint manchmal, ja, so wie es ablaufen sollte, wie es sein sollte. Und das kann aber auch ganz schön subtil sein. Und in dem Sehen davon kann das auch wieder zusammenfallen. Und egal, wo die Aufmerksamkeit hinfällt, es ist immer nur Bewusstsein, wie es spielt. Hier wurde schon lang aufgegeben, irgendetwas verstehen zu wollen, wie da irgendwas funktioniert. Das ist, ich habe keine Ahnung, nicht die Gerätste. Und manchmal kam dann einfach von hier ein Gedanke, der irgendwas sagt, ja, wie irgendwas ist. Und dann kam auch ein anderer Gedanke, der das dann in Frage gestellt hat. Und dann kam der nächste Gedanke, der dann, wie passt denn das dann zusammen? Und der Verstand hat keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Der hat einfach keinen Konsens gefunden. Und in dem Sehen ist es einfach immer wieder auseinandergefallen. Und es ist wie wenn plupp, plupp, plupp. Ja, das ist wie wenn Gummi das zusammenzieht und da was zusammenknoten möchte und dann macht sie dann Puff und dann ist alles wieder weg. Und was überbleibt, ist das, was die ganze Zeit schon hier ist. Offenes, leeres, freies, absolut freies Sein. Der Witz, dafür muss man nicht eine Frage beantwortet haben. Ich kenne das gut. Auch das kenne ich gut. Es sieht so aus, wie wenn es einfach verschiedene Spielweisen gibt oder verschiedene Dinge stattfinden, die sich mir natürlich entziehen, dass ich steuern könnte. Keine Frage. Das, was du schreibst, kenne ich sehr gut. Ich kenne auch das Über-Ich. Alles schon ja, x-mal gesehen und wieder reingedappt und wieder aufgelöst und wieder da gewesen.
Also das ist einfach nichts zu machen, klar. Das sind einfach so viele verschiedene Dinge, die da stattfinden. Ja. Und das alles, worüber wir uns unterhalten, ist im Prinzip alles schon das Erbrochene. Ja. 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 Klar. Und das, was davor ist, über das können wir uns nicht unterhalten. Und egal, was wir machen, das kannst du nicht beschreiben, da kommst du nicht hin. Weil jedes Wort ist da schon zu viel. Deswegen habe ich relativ lang gewartet, überhaupt irgendwas zu sagen. So, weil auch das Wissen da ist. Das ist ganz nett, wenn man sich unterhält, gell? Das meine ich auch. Ich meine. Das läuft da schließlich die Kamera, irgendwas wollen die Leute ja hören. Fortsetzung folgt. Ja. Wenn irgendjemand denkt, dass er das jetzt weitergebracht hat, der hat sich geschnitten. Ja. Aber es liegt ums Menschen, dass wir uns über solche Dinge unterhalten und einfach darüber ein bisschen philosophieren. Macht das Spaß. Total. Mir macht das Spaß. Total. Mhm. Klar. Vor allem, wenn du weißt, es ist völlig sinnlos. Ich komme mich irgendwie schon klar, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, das kann ich loslassen. Das irgendwie schaffe ich das, aber da gibt es die anderen auch nicht. Oder? Ich habe immer das Gefühl, die anderen, die holen mich immer wieder zurück. Also, holen wenn mich du immer an den Ich noch glaubst, dann gibt es auch die anderen. Und dann gibt es die anderen auch nicht. Wenn das Ich weg ist, gibt es die anderen auch nicht mehr. So, die Reichweite dann überall, Handy, E-Mail, Post, was weiß ich dann. Da habe ich wieder das Gefühl, ich muss reagieren oder was weiß ich. Also, ich will nicht reagieren, es nervt mich teilweise, aber kann ich mich nur abschneiden von den ganzen Sachen. Kein Handy mehr, Interessen abschrauben. Aber der Tod ist was sehr Erleichterndes. Keine endgültige Lösung. Das muss vorübergehen. Der Tod ist keine endgültige Lösung. Scheinbar anderen bringen dich in einen Konflikt, dass du auf die scheinbar anderen projizierst. Es ist dein Konflikt in dir, den du damit hast. Ich würde den anderen mal gern ignorieren. Und mich selber auch ignorieren. Anteile. Heute gibt es eine Menge Hausaufgaben. Ne?
Ja, nichts ist umsonst. Weißt, das ist so schön vom Leben, da denkst du, du hast es Ich losgelassen, ja, alles vorbei und wunderbar, kommt wunderbar, klar, ich schaffe das, ich lass mein Ich los. Und den Satz musst du allein schon auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich eh schon so genial, ich lass mein Ich los. Wenn dann da nicht diese komischen anderen wären. Die nicht das so machen, wie ich das will, dass ich mein Ich wieder weiter loslassen kann. Die zwingen mich praktisch, dass ich mein Ich wieder hervorhole. Ja, wer soll sonst reagieren? Den sagen. Lasst mich in Ruhe oder schickt mir nie mehr Wasser ab. Es ist auch eine Angst da, dass gar keiner mehr irgendwie was schickt, genau, vielleicht. Also willst du von den anderen was? Oh Gott. Oh Gott. Was macht das gerade mit dir? Ich spüre, dass ich von ein paar vielleicht doch was wollen wollte, wollen könnte. Aber das will ich ja eigentlich nicht. Siehst du, dem Ich kann man es einfach nicht recht machen. Und jetzt brauchst du für den Moment keine Lösung suchen. Gar keine.
es gibt keine Lösung, wie wir reagieren sollen oder wie wir richtig handeln sollen. Weil wir handeln, wie wir handeln, wir reagieren, wie wir reagieren. Aus Mustern heraus. Ohne Muster. Und trotzdem bleiben es Reaktionen, die passieren. Oder Aktionen. Und wenn du jetzt genau hier schaust, hast du keine E-Mail, die du gerade beantworten musst. Du kannst dir darüber jetzt wahnsinnig viele Gedanken machen, aber du musst nicht. Du musst diese Geschichte gerade nicht lösen. Du wirst sehen, das Leben arrangiert es. Das Leben löst die Geschichten von alleine. Schau, was hier schon völlig gelöst ist. Es ist wie diese Bereitschaft, die Geschichte wirklich mal für den Moment auf die Seite zu legen, ihr nicht zu folgen. Da verschwinden die anderen auch. Ist das okay so für dich? Mhm. Ich spüre, ich hätte sogar noch eine kleine Lösung gehabt und dann wären alle Probleme beiseite gewesen, aber Quatsch, ja, das ist, ich verliere es ganz oft, also ganz oft kann ich loslassen, ganz oft ist es sogar verschwindet. Ich war mit so vielen Problemen hier angekommen und war alles weg. Und dann kommt es halt nach und nach mal ein bisschen hoch. Und dann verschwinden sie wieder. Und dann gehen auch wieder, ja. Aber immer denke ich, irgendwo muss da noch so ein leichtes Handlungsmuster schon da sein, um mich gar nicht mehr so runterziehen oder zu verlieren, aber keine Ahnung, was das ist. Lass dich einfach runterziehen. Mhm. Weißt du, in der Bereitschaft, sich auch total runterziehen zu lassen und dieses ekelhafte Gefühl zu spüren, wie sich das anspürt, total runtergezogen zu sein. In dieser Bereitschaft ist so eine Offenheit. Und da musst du keine Lösungswege suchen, sondern du spürst, wie kacke sich das gerade anfühlt. Und gibst dich dem hin. Und dann offenbart sich das offene Herz. Und es ist so riesig und da hat so ein kleines Gefühl, wirklich Platz. Egal wie es sich aufmutzt. Es kann die Unendlichkeit deiner selbst nicht stören. Und dazu muss man scheinbar bereit sein, das wirklich zutiefst zu spüren. Und das zu entdecken, was jenseits davon schon völlig frei ist.
versagt sein. Mahadeva Shambhu Varaha, Mahadeva.